Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Also das Problem das letzte Mal war natürlich, als ich so sauber weggeholt wurde, dass die Mission dann beendet war. Also im Prinzip ging sie schief. Und das heißt, ich musste nochmal hinrennen. Was war das? Sattel? Nein. Ich musste nochmal hinrennen und die Mission wieder aktivieren. Und dann bin ich wieder zurückgerannt. Und jetzt bin ich hier, weil ich brauche ja wieder Heilung und... Und Wasser und den ganzen Kram und Essen und wir gehen trotzdem erstmal hier eine kleine Runde wieder. So ist das ein normaler, ich glaube, den könnte man verkaufen. Ja, das heißt, wir starten heute nochmal neu. Ich wollte ja sowieso von dieser Seite aus ran. Und ich habe mir ein zweites Snipergewehr mitgenommen. Also ich habe jetzt im Prinzip dieses. Und habe das gleiche nochmal neu. Der Hintergrund ist, dass die Munition, die gibt es nicht. Und das Gewehr gibt es auch nicht zu kaufen. Sondern du findest das echt nur in den Kisten. Und ich denke aber mal, das macht irgendwie einen besseren Eindruck. Zumindest wenn ich das dann habe und durchschaue. Gefiel mir irgendwie besser. Und ich habe jetzt in dem, habe ich jetzt, glaube ich, 5 Schuss und in den anderen auch 5 Schuss. Also ich gehe mal davon aus. Also ich hoffe einfach mal, wenn ich 10 Schuss unterkriege, also unterbringe in dem Typen, dass das dann klar ist. Genauso diese Waffe, die gar nicht so schlecht ist, aber die findet man eben nur in den Kisten. Aber ist okay. Da habe ich jetzt 255 Schuss und ich stelle mal wieder rum, weil das ist Dauerfeuer. Und in der habe ich jetzt... Achso, das geht gar nicht. Dass man die irgendwie nachlädt, weil die irgendwie ist die super spezial, keine Ahnung. Was da jetzt ist, weil ich kann die nicht entladen, ich kann die nicht laden, es gibt keine Munition und so weiter und so fort. Naja, okay. So. Das heißt, wir werfen erstmal ein paar Sachen rüber. Vielleicht kann ich irgendwas verkaufen, was ich gerade eingesammelt habe und dann machen wir mal los. Dann schauen wir mal. So, den Kram, den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Genau, das ist hier die ganze Munition. So, warte mal, ich weiß gar nicht, hatte ich dann das Wasser schon wieder verbraucht, den Reiserucksack? Genau, den können wir verkaufen. Die anderen Sachen nehme ich mit. Da habe ich genügend Kram mit. Okay. So. Super, machen wir mal los. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Oder ob wir wieder sauber weggeholt werden. Laufen. Ah, es ist schon... Jetzt wissen wir ja Bescheid. Und die andere Seite war eben auch blöd, weil da dieser Hügel war mit den anderen Typen. Man konnte den sozusagen nicht in Ruhe umgehen. Und das hoffe ich jetzt läuft besser. So, Bornt hier. Gut aus. Looten wäre ich jetzt nicht groß. Ich hoffe, der Typ hat dann einiges bei sich. Der Scharfschütze. Das Auto, das lassen wir auch erstmal da. Und ich glaube, ich sollte mich dann hinlegen oder maximal hinhocken, weil ich denke mal, das können wir gleich nochmal testen kurz. Ja, war so, als wenn ich sage, ich habe das Scharfschützengewehr und ich stehe, dann habe ich natürlich einen ganz fetten Wackler drauf. Und wenn ich jetzt runtergehe, hocke, dann sieht das schon besser aus. Und wenn ich jetzt hinlege, dann ist das Ding... Zumindest geht es nur hoch und runter ein bisschen. Und das ist eigentlich das Ziel. Die einzige Frage ist, ob ich dort so eine Position finde. Na, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und dann ist natürlich immer bei diesen... beim Spiel ist es natürlich immer so, wenn ich...
sage ich mal, ich schleiche mich ran, gebe den ersten Schuss ab und meistens, was eigentlich unrealistisch ist, weiß der Gegner sofort, wo ich bin. Ich meine, das weißt du normal überhaupt nicht. Also, woher sollst du das auch wissen? Und du gehst erstmal in Deckung und versuchst dich dann zu orientieren, aber... Okay, naja, schauen wir mal, da ist wieder der Wolf. Den muss ich natürlich erstmal wegnehmen, weil ich wollte dann durch das... Ja, ist die Frage, wie ich es mache. Ich versuche erstmal bei den Lagerhallen hier. Okay, lass mal liegen, ich brauche das Fleisch nicht. So. Okay. So, ich bin jetzt schon da. Genau, ich bin jetzt schon da. In der gebückten Haltung. Natürlich folgendes Problem. Ich könnte natürlich mal schauen, oder mal. Ob er schon zu sehen ist. Oder eben noch nicht. Ob ich wirklich näher ran muss. Naja, war ja eigentlich hier auf dieser Rüstung. Das heißt, wir sind noch nicht nahe genug. Oder ich check nochmal kurz die Map. Kann ja auch sein, dass sich das geändert hat. Na, das ist der zweite. Alles klar, der zweite, nicht der erste. Gut, das heißt, ich muss vielleicht, hierhin wollte ich nicht so weit gehen, weil hier ist dann der Zug im Weg. Der beste hier ist hier wahrscheinlich, von der Seite. Die Frage ist nur, ob ich da irgendeinen Platz habe zum Hinlegen. Besten wäre natürlich irgendwo von oben, das ist natürlich klar, aber da müsste ich den Hügel erst clear machen. Das ist wahrscheinlich ungünstig. Und da unten ist halt der Posten wahrscheinlich wieder. Naja. Schleichen uns ran. So. Ich könnte natürlich Folgendes machen. Ich könnte natürlich folgendes. Ich meine, hier hoch komme ich, glaube ich, nirgendwo. Ich könnte jetzt dort drüben hingehen. Versuchen, mich da drüben hinzuschleichen und dann auf gleiche Ebene zu kommen wie der Typ. Könnte ich machen. Oder? Okay, hier ist das Tor im Weg. Frage ist, ob ich da lang komme. Geht es nicht lang, das ist klar, aber ich wollte erstmal die Lage checken, ob ich aus dem Wasser hochkomme oder nicht. Wie ist das hier drüben aus? Sind die gespawnt? Wie, dass die mir dann von hinten irgendwie... Ja, die sind da, alles klar. Gut. Okay, wenn ich jetzt hier lang gehe, vor an die Ecke... Okay, da hätte ich... Na, da ist das... Da ist das Gitter im Weg. Ich weiß nicht, wie das reagiert, ob ich durchschießen kann oder nicht. Das ist schlecht. So, ich müsste... Ich könnte natürlich Folgendes vielleicht... die nerven hier. Irgendwas... Durch geht dann auch nicht. Hier ist dann wieder, warte mal, ich check mal hier drinnen. Aber ich glaube, ich komme hier. Ah, warte mal. Okay, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
So, jetzt ist natürlich die Frage. So viel Deckung habe ich jetzt auch nicht. Die Tür stört, ja? Für die Tür. Gut, sehen tue ich nicht. Die Frage ist natürlich, ob er erstmal wieder getriggert werden muss oder ob ich einfach zu weit bin. Das sind jetzt 114 Meter. Komm, geh doch mal rüber. Was machst denn du hier für Schwimmbewegung? Ach Junge. Okay, also. Das heißt, ich muss wahrscheinlich. Was ist hier? Hier war irgendwas. Achso. Oh! Oho, brauche ich die? Ich nehme sie mal mit. Ansonsten werfe ich sie dann weg, wenn es zu voll ist. Wie viel habe ich jetzt? 23 Kilo habe ich schon wieder. Warte mal, ich könnte ja mal irgendwas wegessen. Ne? Mal probieren. Habe ich jetzt eigentlich Wasser mitgenommen? Oder war ich jetzt zu übereifrig und... Okay. Naja, da werden wir erstmal das wegessen. Achso, ich schaue noch rein. Alles klar. Aufmachen. War das eigentlich Touri-Frühstück? Verwenden und dann nehme ich hier noch, dann schauen wir gleich mal, wie viel hier unten ist. Dann nehmen wir noch hier so eine, das habe ich auch noch, so ein Softdrink. Okay, es geht. Aber trinken ist knapp. Okay. Gut. Naja, dann müssen wir doch näher irgendwie. Näher müssen wir doch. Das ist wahrscheinlich dann wirklich... Ich geh mal zur Kante vor, zur Ecke. Und dann schaue ich mal vorbei, ob der zu sehen ist. Ja, jetzt habe ich Durst. Okay, das war klar. So, hier war ja eigentlich nichts drin. Klar, was ist Durst? Durst ist 25. Da ziehen wir uns mal so eine rein. So, also zwei Möglichkeiten. Wir schauen zur Tür. Wir schauen an der Ecke. Oh, da rannt er. Shit, das war schon... Oder er spawnte, das weiß ich jetzt eben nicht. Das ist die Frage. Komme ich hier durch? Geh doch mal hier rüber. Geh doch mal hier hin. Man muss wahrscheinlich hier. Nee. Komme ich hier nie lang oder was? Als normaler Kämpfer muss ich da hier rüber. Ich wollte ja hinten lang. Hier. Oh. Gut. Da ist nichts, wenn ich von der anderen Türseite, vielleicht komme ich dort lang. Ich brauche auch ein Schussfeld. Klar. Okay. Oh, wieso hat er mich gesehen? Gehört? Super Gehör? Naja, wahrscheinlich. Okay. Okay, wir machen folgendes. Da ist der ja oben. Also treffen kann er mich eigentlich hier drinnen nicht. Komme ich hier lang? Das geht klar. Warte mal, wenn ich da hochgehe? Nee, das bringt nichts. Da ist kein Fenster. Schade. Na klar. Das ist gut, ja. Der hat natürlich schon eine gute... Ah ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er.
Okay, Kollege. Ist die Frage, was wir machen? Das war mir so klar, dass du das sofort mitkriegst. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der, ich warte, bis der sich beruhigt, oder wir machen einen Schusswechsel im Sinne von Schießen und Heilen. Wer hat die meisten Medikits? Okay, warte mal, der geht jetzt dorthin. Ich kann natürlich Folgendes machen. Natürlich so machen, wenn der dort rüber geht, dass der dann so rutsche ich ihn auf dem Boden nie rüber. Wieso schaffe ich das nie? Wieso kann ich nur geradeaus und nie rüber? Wieso geht das nie? Das ist Mist. Ich will rüber. Zur Seite will ich. Nach vorne geht. Nee, auch nicht. Oh, das ist ja blöd. So, das heißt, ich muss warten, bis er hier ist, oder? Nee, das ist nichts. Okay. Okay, er beruhigt sich. Zumindest getroffen. Tja, wo bin ich? Wo bin ich? Ja? Ja, ich sag mal, eigentlich müsste die Position wechseln jetzt. Alles Metall, das geht nie. Andererseits, warte mal, ich könnte mal Folgendes machen. Der rennt doch jetzt herum, oder? Ich fange mir wahrscheinlich was ein. Wechseln mal. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war ja, er hat ja dann immer. Hat er mich wahrscheinlich unter dem Bus gesehen oder so. Thank you.
Also da unten nicht, sondern es ist dann da oben. Ist genau hinterm Träger. Scheiße. Okay. Einer verschossen, scheiße. Hat halt doch gewackelt. 2 Schuss noch. 5, 7. Ne, 7 habe ich noch. 10 insgesamt, glaube ich. Frage, wie viel der aushält. Da qualmt es richtig vor mir. Nicht schlecht. Also eben wie so ein Schuss wirkt. Also ich meine, wie viel ich verkrafte. Dass er mich wieder mit einem Schuss wegholt. Ich meine, gut, das letzte Mal war ich ganz schön angeschlagen. Oh. Komm rüber. Okay. Das ist halt eben doch ganz schön wackelig hier, selbst in der Hocke. Ah, da bin ich, das stimmt schon etwa, aber dahinter. Okay, jetzt rennt er rum. Okay, das war's, ja. Sicher, sicher, man weiß es nicht. Wie viel Schuss haben wir verbraucht? Nicht ganz 10. So, dann holen wir uns doch mal. Mal sehen, ob der irgendein cooles Gewehr hat. Ansonsten holen wir uns dann die Belohnung ab. Das werde ich dann machen. Ja, wir schauen mal zusammen, ob hier irgendwie was Cooles bei dem zu looten ist. Und die Belohnung, die hole ich dann extra mal ab. Super, super. Nicht einmal getroffen, nicht so wie beim letzten Mal. Okay, aber dass der halt im Kriechen sich nicht bewegen kann, also in Bauchlage, das ist... War es hier was? Das ist schlecht. Das ist schlecht, finde ich. Also nach vorne und nach hinten, das hat geklappt, aber zur Seite nicht. Okay, und ich guck mal da oben, ob da was, ob ich da was sehe. Ne, da sehe ich nichts. Das ist halt immer der Nachteil. So, was haben wir denn da? Ist das irgendwas Gutes? Ne, ist nichts Gutes. Ich meine, das ist... An sich auch nichts Gutes. Das nehmen wir mit. Das geht schon nicht mehr. Sind wir schon bei 27 Kilo. Okay. Was ist das? Ach so. Okay, warte mal. Da können wir doch das eigentlich verwenden. Also, es geht nicht.
So, die Waffe liegt jetzt noch hier. Ich habe sie aber trotzdem eingepackt. Habe ich sie? Ja, ich habe sie hier. Das sah aus wie ein Eimer, sah das aus. Das verwenden wir mal noch. Und trinken noch was. Gut, liebe Leute. Also, ich würde sagen, mache hier Schluss an der Stelle. Jetzt habe ich ihn mal gut weggeholt und oh, ist okay. Gibt halt noch so ein paar Ecken und Kanten. Aber wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.